Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise für Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst nicht einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir... Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Cleffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen in den Wänden. Cleffer? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Der Feind ist geschwächt. Feuer frei! Mein Einsatz. Es wird Zeit. Keine kommen. Das tut weh. Wir können nur die Schienen mit blauem Signal erfahren. Es ist aus.
Augen auf! Achte auf die Signale! Dix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Jetzt steckt ihr fest! Der Feind ist geschwächt. Nein, wir sind hinter uns! Der Feind ist geschwächt. Was? Ich bin bereit. Verschwende. Und schön. Bring wir es hinter uns. Brenne. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Eins der Zeichen. Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt Shinra. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich willkommen. Widerlicher Schweinsatz! Es ist aus. Bring dein letztes Gerät. Eine Dusche wäre jetzt nett. Kommt schon. Volle Konzentration. Bis hier und volle Kraft! Verbrennen! Sehr gut, weiter so! Stürzen. Roger, ich übernehme. Kann nicht schaden. Es geht los.
Ja? Nimm die auf dich acht. Ich mach das. Das war's dann. Und? Verzieh dich! Ja! Volle Konzentration. Verschwinde! Ziemlich gut im Futter. Die hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Oh, Mann, war das widerlich. Irgendwann entgleist wegen so einem Ding mal ein Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Hier wird der Schnauze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Seht mal, Shinra versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Hat doch alles keinen Sinn. Wo kommen die her? Stehen wir doch hier alleine! Lagebesprechung. Lasst uns sehen, wo wir sind. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Aveler. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so... Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Oh, ja. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Da, noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Du kannst Stamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als den Begriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stamp. Das erinnert mich an ein Buch von Marina. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Bornierter Lackaffe.
Wartet mal kurz. Hierher. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Da sind sie! Wir sind euch immer einen Schritt voraus! Mein Einsatz. Das war's dann. Feuer! Es ist vorbei! Unmöglich! Ich bin bereit. Genug. Verschwende. Tschüss. Das war's dann. Das Tor ist verriegelt. Wir nehmen die Treppe. Geheimgang erreicht. Plan E läuft wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat da anderer Meinung? Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. An uns kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Feuerball! Das hätte ich auch allein geschafft! Ja, klar. Viele Wachen. Seltsam, was? Halt die Augen nach unserem treuen Freund offen. Er zeigt dir, wo der Geheimgang ist. Vielleicht hier? Entdeckung! Was ist? Das stand nicht im Plan! Nimm uns ernst! Verzieh den Schrott auf! Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Schrotthaufen also. Er ist etwas langsamer, ja. Hat aber ausreichend Feuerkraft. Verdammt harte Nuss! Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine. Wir stürzen ihn. Übernimm du. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Ich lebe.
Er zielt auf dich! Ich lenke ihn auf mich! Greift ihn an! Ja. Ja. Verzieh dich! Seht doch da! Ein Makrogenerator. Das ist ein... Da ist was gekommen! Das sind Drohnen! Dann lass mich mal ran! Geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen?
Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese unruhe Stifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Mann, ist das eng. Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Unser Aufzug. Leider etwas lästig. Ist es längst. Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha! Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Biggs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein.